Risikoreich. Jekaterina Serebrianskaya eröffnet das Bandfinale. Sie ist auch diejenige, die mit der höchsten Qualifikationsnote dieses Finale erreichte. Musik aus Cat von Andrew Lloyd Webber. Eine sichere und schwierige Übung von Jekaterina Serebrianskaya. Punkte und damit im Moment der erste Rang für Jekaterina Serebrianskaya. Carolina Pascual, España. Als nächstes Carolina Pascual aus Spanien, die soeben im Keulenfinale die Silbermedaille erreichen konnte. Dieses Band ist aus Kunstseide und genau 6 Meter lang und über ein kleines Kugelgelenk mit dem Glasfieberstab befestigt. Gefangen, Carolina Pascual aus Spanien. Carolina konnte bei den Weltmeisterschaften letztes Jahr nicht teilnehmen, wegen Verletzung. Sie musste daher eine kleine Unterbrechung einlegen, 9,725 Punkte und der zweite Rang im Moment.
Actúa María Petrova, Bulgaria. Se presenta la gimnasta María Petrova, aus Bulgarien. Bereitet sich für die Bandübung vor. Es wird sie etwas geärgert haben, dieser kleine, fast unnötige Patzer beim Schluss der Keulenübung. Aber jetzt voll konzentriert, um den Titel mit dem Band in Angriff zu nehmen. Und auf den Punkt mit der Musik, María Petrova aus Bulgarien, hier in einer Zeitlupenstudie ihres Bodenteils. Eine C-Schwierigkeit, Kombination aus Drehung und Halteelement und das übliche Warten auf die Wertung im Finale. Da sieht man, wie anstrengend eine solche Gymnastikübung doch ist, auch wenn das Ganze so mühelos aussieht. Das geht fürchterlich an die Kondition. 9,775 Punkte und damit im Moment der erste Rang für María Petrova. Geschickte Wechsel zwischen Würfen, großen Kreisen aus der Schulter und kleinen Bandzeichnungen aus dem Handgelenk gezeigt werden. Band muss immer in Bewegung bleiben, es darf nie in sich zusammenfallen. Gleichgewicht. Tatjana Ogrisko aus